Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Thema trockene Augen, schmerzende Augen, Kopfschmerzen nach der Arbeit oder auch dem Spielen oder Filme schauen am PC. Was könnte man dagegen vielleicht machen? Darum soll es heute gehen. Vorweg ein wichtiger Hinweis, ja, hierbei handelt es sich nicht um eine fachmedizinische Beratung, ja. Zur Sicherheit solltet ihr euch bei Fragen an einen Augenarzt zum Beispiel wenden, ja. Hier bei diesem Video geht es eher um Praxiserfahrungen durch sehr viel Zeit vor dem PC-Bildschirm. Und wie ich es für mich geschafft habe, die eingangs beschriebenen Probleme zu lösen, tatsächlich, was mich sehr gefreut hat. Denn es war dann doch, ich sag mal, einfacher als gedacht. Aber viele Leute wissen halt noch nicht, wo das Problem liegt. Und da dachte ich mir, könnte ich mit meinem Video hier, ja, vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Also, gerade im Jahr 2020 ist das natürlich nochmal besonders intensiv geworden. Warum? Ja, weil hier die Leute eben zu Hause Beschäftigung gesucht haben und da dann die Bildschirmzeit, die auch vorher schon sehr hoch war, ja, wegen Digitalisierung und so, dann nochmal viel höher geworden ist. Was wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, um diese Probleme zu beheben, sind regelmäßige Pausen, ja. Sollte eigentlich jedem klar sein, aber die Intervalle sind da meistens zu kurz. Ich würde nicht erst jede Stunde eine Pause machen. Ich finde, jede halbe Stunde eine Pause sollte mindestens drin sein, aber ganz klar, das muss auch wirklich jeder individuell abwägen. Aber Pause ist nicht gleich Pause. Was viele Leute vergessen, ist der Blick in die Ferne. Der fehlende Blick in die Ferne ist meiner Einschätzung nach der größte Grund für die eingangs beschriebenen Probleme: Kopfschmerzen, trockene Augen, Augenschmerzen und so weiter und so fort. Warum ist das so wichtig, der Blick in die Ferne? Nun ja, diese ganzen Bildschirme, ja, die hat die Menschheit jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange. Vielleicht allerhöchstens 100 Jahre, wenn überhaupt, ja. Was haben die Menschen früher viel mehr gemacht? Draußen in der Ferne herumgeschaut, ja, weil einfach die Zeit, wo man draußen irgendwas gemacht hat, generell viel höher war. Da hatte man den Blick in die Ferne, hat draußen in der Ferne auch mal Objekte anvisiert, Vögel oder was auch immer, was eben draußen zu finden war, ja. Und das ist, so haben sich die Augen sozusagen über viele Jahrhunderte, Jahrtausende trainiert. Heutzutage ist es so, dass Leute nur noch oder viel zu viel auf kurze Distanzen schauen. Und ob du es glaubst oder nicht, einfach mehr in die Ferne zu schauen, hat mir sehr geholfen bei diesem Problem. Ich habe da so eine sogenannte 20-20-20-Regel gefunden. Da müsstest du aber nochmal recherchieren, weil so im Detail kann ich die auch gar nicht mehr. Aber so ungefähr ging die so, dass man, wenn man jetzt am PC arbeitet, vielleicht mal alle 20 Minuten für mindestens 20 Sekunden draußen auf ein Objekt schaut, was so mindestens 20 Fuß entfernt ist, kannst du dir mal umrechnen in Metern. Und so in der Art handhabe ich das bezüglich der Pausen und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Also das hat mit Abstand den größten Unterschied gemacht. Aber noch viele andere Sachen, ja. Und zwar die Beleuchtung ist auch ein ganz wichtiges Thema, wo wirklich, wo ich so viele Fehler sehe. Also Fehler, gut. Manche Leute sagen, Beleuchtung so, wie man selbst als angenehm findet. Ja, würde ich zustimmen, ja. Aber ich sag mal so, was ich Vorteil finde, ist mit Tageslicht zu arbeiten. Das machen leider nicht so viele mehr. Ja? Viele Leute machen da alles dunkel, arbeiten mit Kunstlicht, auch so komischen Kunstlicht. Also es gibt ja gutes Kunstlicht, es gibt ja Tageslichtlampen, die ich grundsätzlich schon empfehlen würde. Ich finde, die haben einfach ein freundlicheres Licht als so komisches künstliches Licht, ja. Aber ansonsten, wenn ihr große Fenster habt in eurem Zimmer, wo ihr den PC oder was auch immer, klar, jetzt beim Fernsehen geht es da nicht unbedingt, aber den PC könnte man vielleicht so ausrichten, dass man vom Tageslicht profitiert, ja. Halte ich für einen wichtigen Tipp. Das ist meistens angenehmer auch für die Psyche, ja. Aber muss jeder selbst herausfinden, weil da kann man wirklich sagen, Beleuchtung ist, ja, so wie man es halt selbst am angenehmsten findet. Ich kann nur sagen, dass ich es sehr angenehm finde, wenn die Beleuchtung eben vom Fenster kommt und daneben habe ich noch so eine Stehlampe, eine Tageslichtstehlampe als Unterstützung und diese Kombination funktioniert bei mir am besten. Ob das für euch jetzt auch so ist, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, ja. Könnte so sein. Vielleicht mal ausprobieren. So, wir sind hier aber interessanterweise noch lange nicht fertig. Denn gerade das Thema, also Ernährung, komme ich auch noch. Da hat auch was mit Ernährung zu tun tatsächlich. Also ein bisschen immerhin. Und was aber auch ein ganz großes Problem ist, wie ich finde, ist Blaulicht. Blaulicht ist ein,
Ja, was heißt ganz großes Problem? Ich sag mal so, es ist ein Problem, was man relativ leicht umgehen kann. Es gibt nämlich, also da gibt es noch verschiedene Studien, wie gefährlich ist Blaulicht eigentlich, ja. Aber so, wenn ich recht informiert bin, ist es immerhin die Erkenntnis, dass es zu Schlafstörungen führen kann. Und das glaube ich auch, weil wenn du jetzt vor dem Schlafengehen nachts ein Tablet in der Hand hast und da übertrieben hohes Blaulicht an hast, ja, dass man danach nicht so gut schlafen kann, das dürfte jedem klar sein. Hier nochmal der Tipp, abends vielleicht lieber vor dem Schlafengehen einen Podcast hören. Ja, entspannt die Augen, könnte für euch auch sehr hilfreich sein. Ja, da gibt es sehr lustige Podcasts. Dann braucht ihr vielleicht nachts oder abends nicht mehr so viel Blaulicht. Ja, beziehungsweise was man auch machen kann, Blaulichtfilter. Blaulichtfilter gibt es in Hülle und Fülle. Zum einen gibt es da über den Computer Blaulichtfilter, das heißt meistens Nachtmodus, beziehungsweise hängt vom Betriebssystem ab, wie das bei euch heißt. Da gibt es auch so extra Programme, die man dafür runterladen kann. Beispielsweise wäre hier F.lux zu nennen, mit dem kann man das eben den Bildschirm so ein bisschen ja wärmer, angenehmer stellen, sage ich mal. Gibt natürlich noch weitere Programme dafür, ja, aber F.lux wäre hier schon zu erwähnen. So, was für Möglichkeiten gibt es noch? Früher hat es ganz interessant, gab es sogar oder gibt es immer noch so eine Art Blaulichtfiltergitter, was man so über den Bildschirm macht. Ja, ist ein bisschen oldschool, aber kann man theoretisch, wenn das die richtige Variante für einen ist, auch nehmen. Aber die meisten, würde ich sagen, nehmen da eher Nachtmodus bzw. so Zusatzprogramme, um das eben mit dem Blaulicht zu regeln. Und ich finde das so angenehmer mit Blaulichtfiltern. Ist für viele eine Umstellung. Viele sagen dann, sieht komisch aus. Aber ja, ist halt die Frage, ob es stört oder nicht. Müsst ihr halt mal gucken. Aber ich sage mal so, dass es mindestens für Schlafstörungen sorgt, dürfte recht bekannt sein. Für was es sonst auch alles sorgen kann, ja, müsstet ihr mal recherchieren an dieser Stelle. Oder halt, wie bereits anfangs gesagt, auch mal Augenärzte konsultieren und so weiter und so fort. Interessanterweise sind wir noch lange nicht am Ende mit den Tipps. Und zwar Ernährung und Trinken. Dehydration ist tatsächlich, also es klingt so, ja, das war teilweise sogar so ein Meme unter Gamern, haha, mal regelmäßig trinken und so. Aber das ist tatsächlich sehr wichtig, ja. Wenn ihr zu wenig trinkt, dann wirkt sich das auch auf euren ganzen Körper aus, ja, auf Augen, Kopf, alles, ja. Also regelmäßig beim Pause machen, dann vielleicht auch mal einen Schluck trinken, ja. Also wie viel jetzt die richtige Menge für euch am Tag ist, ist eine sehr individuelle Frage, könnt ihr mal gucken. Und es gibt auch Lebensmittel, denen nachgesagt wird, dass sie gut für die Augen sind. Könnt ihr mal ein bisschen recherchieren, da gibt es so den Klassiker Karotten. Aber ich habe auch gehört, dass zum Beispiel Paprika und Orangen auch ganz gut sein sollen. Aber da müsstet ihr vielleicht nochmal recherchieren, ja, Ernährung, was ist gut für die Augen, beziehungsweise, dass ihr im Idealfall generell einen hohen, eine ausgewogene und gesunde Ernährung habt, dass das sehr wichtig ist, ja. Dürfte eben klar sein, aber muss man manchmal so ein bisschen recherchieren, hey, ja, wie sieht die denn im Detail aus, beziehungsweise einen Experten auf dem Gebiet fragen. So, ja, wir sind immer noch nicht am Ende mit den Tipps, nämlich was ein ganz großes Problem ist, und das hören viele Leute nicht so gerne, aber man muss es wirklich ansprechen, ja. Wenn ihr jetzt einen Job habt, wo ihr 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche am Bildschirm sitzt, ja, das sind so diese typischen Bürojobs oder gibt es noch andere. Wenn ihr dann nach Hause kommt und euer Hobby ist Gaming oder irgendwie sowas, ja, muss ich leider sagen, ist nicht so optimal. In dem Fall wäre es besser, wenn ihr als Hobby irgendwas draußen habt, was ihr vor allem am Wochenende und im Urlaub ausübt, weil da habt ihr dann wieder diesen intensiven Blick in die Ferne, ja, das kann ja alles möglich sein, alles rund um Outdoor ist ja auch sehr beliebt, Sport draußen regelmäßig, ganz klar. Ich sag nur, ich persönlich denke, es ist nicht optimal, wenn ihr in einer unangenehmen Körperhaltung 8 Stunden am Tag da schuftet auf der Arbeit, nach Hause kommt und dann wieder direkt an den PC oder Bildschirm. Würde ich sagen, ist zu viel, ja, aber müsst ihr natürlich dann selbst abwägen, ist das wirklich zu viel oder nicht. So, ja, ganz schön umfassendes Video geworden. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass euch der eine oder andere Tipp vielleicht weitergeholfen hat. Kommt wirklich aus der Praxis von jemandem, der zu lange, zu viel Zeit am PC verbracht hat. Wie bereits gesagt, ich bin kein Augenarzt, ja, zur Sicherheit vielleicht da nochmal fragen, was wäre in eurem Fall vielleicht besser. Auch regelmäßig da mal zur Untersuchung gehen, auch ganz wichtig. Ja. Ich hoffe, die Tipps haben euch gefallen. Danke fürs Zuhören. Alles Gute und ciao.